Hab gehört, du hast Ashton im Kampf besiegt. Ja. Alle Achtung. Da kannst du stolz drauf sein. Danke, danke. Was ist mit der Hütte neben deinem Haus? Die alte Bretterbude, meinst du? Du kannst sie haben, wenn du willst. Da wohnt schon ewig niemand mehr. Ein schönes Gitarrenduett im Hintergrund. So, wegen der Söldner, mein Freund. Wir haben da noch einen. Sanford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja, war mehr als deutlich. Naja, solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Ja, bliblablub, ansonsten haben wir bloß noch Kampf unterrichten. Das können wir aber eigentlich mal tun. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt mich an Gold Kampf haben. Aber da könnten wir noch bestimmt irgendwas hier Schwertmeister. Dazu bist du noch nicht bereit. Oh, Dann machen wir halt noch 5 Stärkepunkte. Nur weiter so. Ja, ja. So, jetzt aber, Schwertmeister. Hier fehlt es an der nötigen Erfahrung. Ach, Klappe. Scheiße, stimmt. Da haben wir, natürlich haben wir dann zu wenig Lernpunkte, ist ja klar. So, was haben wir noch? Schwertmeister, ich muss mal kurz überlegen, was brauchen wir denn später? Die starke Schildparade will ich mal noch lernen. Ich weiß zwar gerade nicht, wofür ich die brauche, aber... Dazu bist du noch nicht bereit. Ach, da brauchen wir Jagdgeschick für, ne, sowas. Ja gut, dann verzichte ich, glaube ich, erstmal drauf. Aber... Ja, geben wir noch einmal Stärke aus, ja, ja. Jetzt haben wir noch 10 Punkte übrig, mit dem nächsten Level Up haben wir dann wieder 20 Lernpunkte und dann können wir hier den Schwertmeister uns reinhauen. Und ich glaube, da müssten wir ein bisschen besser sein mit dem Kämpfen, ein bisschen mehr Damage machen. Damage. So. Und ansonsten können wir jetzt eigentlich mal hier drüben dann zum Schmied gehen, aber erstmal ratzen wir eine Runde. Spielen wir mal den Ratzinger hier. Los, einmal Kardinal spielen, bis zum nächsten Morgen, ab. Wunderbarst. Und vielleicht digitieren wir dann noch zum Benedikt. So, was haben wir hier? Hier hast du Gold. Handelst du jetzt mit mir? Sag mir, was du willst. Weiß ich auch nicht so richtig. Was brauche ich denn? Bring mir was über das Schmieden bei. Schwere Rüstung richtig nutzen. Klingt eigentlich interessant. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, da kriegen wir irgendwie einen Bonus drauf, wenn wir schwere Rüstungen tragen. Klinge schärfen ist auch gut. 10 Lernpunkte. Puh. Das ist natürlich ganz schön. Dazu bist du noch nicht bereit. Auf Schmiedekunst skillen. Ich weiß auch nicht so richtig. Aber eigentlich ist... Hört doch. Warum nicht, ne? Da fällt mir ein, ich glaube, ich habe was vergessen in Ardea ganz am Anfang. Und zwar gibt es da einen Schmiedeplan für ein Breitschwert. Ich weiß aber nicht, ob sich das noch lohnt für uns, weil wir ja mittlerweile schon ein besseres Schwert haben. Hallo. Torex-Sklave? Hey, was geht? Alles klar? Für diesen dicken Ork Torex zu arbeiten, ist die reinste Schinderei. Ja, nicht rum, du bist ein Sklave, du hast zu tun, was man dir aber fehlt. Ne? Du musst weiter. Ja, sehe ich auch so. Wunderbärchen. Sonst gibt's nichts bei dir? Ich hätte gedacht, bei dir gibt's irgendein Quest-Zeug. Aber, ja, sieht nicht so aus, ne? Zeig mir deine Ware. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn da Schönes? Wir haben wieder die übliche Orksöldner-Rüstungszeugs hier. 25.000, sonst geht's euch noch gut, wa? Und die 80.000, ist ja nix weiter. So, Rubinklinge und Langschwert. Rubinklinge, ich weiß nicht, ob die Rubinklinge ein Einhandschwert ist. Aber ich vermute mal schon. Könnte man sich auf lange Sicht gesehen vielleicht mal irgendwie... näher anschauen, so. Ach, ein Breitschwert habe ich ja schon, sehe ich gerade. Hahaha, sinnlos. Okay, hier abgenutzt, können wir verkaufen, ist sinnlos. Die ganzen Orkschlechter weg, alles weg. Komm, alles weg, brauchen wir eh nicht. Und das weg. So, haben wir hier noch was? Ein Schädelschild weg, ein Holzschild weg. So, und hier? Ach komm, ich benutze eh keine Zauber. Haben wir das auch weg und ja, das bleibt mal, habe ich schon erwähnt, dass es mal bleibt, ja. Rohstahl können wir lassen, Schaufel weg, schwarzer Rober weg, Silberpokal weg, Säge, braucht keine Sau, Messer weg, Kelle weg, was ich hier mit mir rumschleppe, eine halbe Küche, ey. So, Fleischerbeil, haha, hätte man auch als Waffe benutzen können, wäre lustig. Bürste weg und die Laute bleibt da. Ja, ich bin ein kleiner Musikus, weil ich musizieren muss und ich habe zu viel, an Zeug. Ja, da holen wir uns gleich ja den Plan für die Rubinklinge, würde ich sagen. Dann können wir dann mit dem Goldausgleich das... Ja, perfektus, perfekt, sehr schön.
Attacks. Ich stand forward. Hab gehört, du bist der neue Arena-Champion. That's right, man. Gratulation, das ist schon was. Das ist schon was. Ach komm, scheiß drauf. Verkaufst du auch deine Ware? Für die 50 Gold. Ja, du musst nur danach fragen. Ist gut, wenn man noch einen... Zeig mir deine Ware. Wenn man noch einen Händler mehr hat. Ja, 7000 Gold können wir bei dem dann noch hier irgendwie mal mit gut machen bei Gelegenheit. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen. So, da wir jetzt hier die Arena abgeklappert haben, wir können nochmal hier drüben rechts schwenken. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Und ansonsten würde ich sagen, gehen wir dann mal auf die umliegenden Bauernhöfe draußen und holen dann mal die Weizensäcke und die Milch ab. Ja, dafür greife ich mich jetzt lieber mal nicht dran, weil so viele rumstehen. Jo, das ist übrigens hier das Zeichen für Innos. Also, das ist ein alter Innos-Tempel eigentlich, den man offenbar bei der Eroberung von Monterra platt gemacht hat, einfach mal so. So, was haben wir noch hier? Sklave, interessiert keine Sau. Krieger, Späher, alles nichts Besonderes. Und hier wird kräftig gebuddelt, denn die suchen nach Artefakten, die Freunde. Ey, hier gibt's sogar jemanden mit Namen, das ist doch auch schön. Sklave. Osko, noch einer mit Namen. Wir fangen ja erstmal bei Bengard an. Meine Fresse, ich schufte mir hier den Arsch ab. Hoffentlich kommt bald mal die Ablösung. Ich glaube nicht, mein Freund, ich glaube nicht. Du bist Sklave, du hast zu kämpfen, zu arbeiten, bis du tot umfällst. Was ist dir eine kleine Pause wert? Oh Mann, ich gebe dir alles, was ich habe, wenn du mich hier rausholst. Na gut, was hast du denn? Ich habe dieses Artefakt hier gefunden. Einen seltsamen Kelch. Ah. Den würde ich dir überlassen. Du hast einen Kelch gefunden, sagst du? Ein Feuerkelch? Was weiß ich denn? Ich kenne mich doch nicht mit den Dingern aus, Mann. Das klingt doch sehr schön, oder? Das lässt sich arrangieren, Bengard, mein Freund, das lässt sich arrangieren. Und du so? Wann kommt denn endlich die Ablösung? Niemals. Ich drehe noch durch. Hast du irgendwas anderes hier? Ja. Was gibst du mir, wenn ich dich hier raushole? Aber ich habe doch nichts. Was soll ich dir denn geben? Ja, das ist aber... Das ist ein schlechter Deal, mein Freund. Ich soll hier meinen Arsch riskieren, um dich hier irgendwie rauszuholen und du hast nichts für mich. Da wir ein egoistisches Arschloch sind, tja, hast du Pech, ne? Wir könnten ja auch den Menschenfreund spielen und ihn einfach nur aus purer Nächstenliebe hier rausholen. Aber wer sind wir denn? Sowas zu tun? So gibt's hier irgendwas? Nö. Aber ich glaube, hier unten ist auch noch Sklavenstadt quasi und da müsste es irgendwo noch was geben. Hier, Sklavenlagerwaffe. Wache. Nicht Waffe. Da können wir bloß... Ach komm, wir probieren's mal. Ich speichere mal. Und dann probieren wir einfach mal zu stehlen. Vielleicht ist er ja dumm genug, dass wir ihn bestehlen können. Wer weiß... Hier und so dann fertig, vielleicht, eventuell, dann irgendwann mal. Ja, sehr schön. Spiel gespeichert. Da ist ein Diebstahl. Alles geht denn? Zu schwer. Ach, puh. Na gut, dann lassen wir das. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Hier gibt's bloß Sklaven bestimmt. Ne, Sklaven. Ängstlicher. Ah, hallo, ängstlicher Sklave. Bei dem gibt's auch nichts Neues. Ja, dass ihr bestohlen werdet, ne? Werden euch auch noch die letzten 10 Goldstücke aus dem Bettlerhemd genommen, aus den nicht vorhandenen Taschen gezogen. So eine Frechheit von mir. Aber es gibt Erfahrungspunkte, das ist das Schöne. So, was haben wir hier? Rohe Fleischwanze. Delikatesse. Okay, ansonsten ist hier hinten aber nichts weiter. Haben wir hier noch irgendjemanden, der einen Namen hat? Nö, auch bloß eine Sklavenlagerwache. Tja, den weiß ich auch nicht, ne? Aber es gab doch irgendwo muss noch einer... Ich glaube, ein Orksöldner ist das, der noch irgendwo stehen muss. Der da was mit zu tun hat. Gehen wir mal hier unten lang. Ach, hier drinnen, da ist er doch. Da sitzt er doch, Bradley! Ah, ein neuer Mann. Du kommst nach. Ah, ja, genau. Was machst du hier? Ich passe auf die Sklaven auf. Aber bei den beschissenen Bedingungen macht es keinen Spaß, sag ich dir. Ständig gibt's was Neues hier. Nachschubschwierigkeiten. Sklaven hauen ab und was weiß ich noch alles. Verdammte Scheiße nochmal. Ich will doch nur meine Ruhe haben. Oh, musst du auch mal arbeiten für deinen Söldner. So eine Scheiße aber auch. Was hältst du von Marek? Tja, weiß nicht. Hab nicht allzu viel mit ihm zu tun. Ich denke, er macht seinen Job ganz gut. Ja, das klingt doch schon ganz gut. Brauchst du Hilfe? Für mich sehen diese ausgemergelten Gestalten alle gleich aus. Ich blick da langsam nicht mehr durch. Du solltest dir die Burschen mal genauer ansehen und mir sagen, wer ausgetauscht werden soll. Ja, auf jeden Fall einen Sklaven. Das ist aber doof. Einen Sklaven. Ausgetauscht? Was meinst du?
Wir können die armen Hunde nicht ständig im Tempel buddeln lassen. Sie brauchen auch mal eine Auszeit. Dazu tauschen wir wöchentlich die Sklaven mit den Bauernhöfen. Die Arbeit draußen ist etwas leichter. Die Burschen erholen sich wieder echt gut. Ich suche dir einen Sklaven aus. Mensch. Aber mach nicht zu lange. Das ist ja richtig human hier. So, du wirst den Sklaven... Den Sklaventausch machst du gefälligst selbst? Bist du doof oder was? Die Chance müssen wir uns hier nutzen. Können wir das hier... Da bist du bestimmt böse auf uns, wenn wir das klauen, oder Bradley? Das findest du bestimmt... Ja, komm, ich lass es lieber. Ja. Ach, ich soll das gar nicht ihm sagen, sondern dann den Orks, oder wie? Oh, hack, hack, hack. Standbild-Szenario, wunderbar. So, wem soll ich das denn sagen, ich ja? Ich brauche Ruhe. Muss ja nicht den ganzen Tag Ruhe, ne? Nö. Macht ihr keinen Ärger, klar? Hier ist noch einer. Vielleicht bei dem? Du musst weiter. Nö. Soll ich dann einfach den Sklaven sagen, hier, ihr habt Feierabend, oder was? Oder bei dem hier? Stimmt, da steht ja noch einer drin. Mach hier keinen Ärger, nö, klar. Der ist auch nutzlos. Oh, ist wieder flüssig. Flüssig. Wie schön. Ich hätte gern das ganze Spiel über so. Flüssig. So, gut. Speichern. Und weh, das ist jetzt... Das fängt wieder an zu hacken, wenn es mit Speichern fertig ist. Na, geht doch. Wunderbar. Vanguard, alles fit. So, ich will aber mal, da ich gerade gespeichert habe, ich will mal sehen, was hier der Osko uns gibt. Vielleicht hat er ja irgendwas für uns. Erzähl mir was über deinen Aufseher Bradley. Bradley macht seine eigenen schwierigen Geschäfte hier im Lager. Jeder Sklave hier will nach draußen auf die Höfe. Keiner will hier drinnen arbeiten. Bradley hat so eine Liste. Wer auf Bradleys Liste ganz oben steht, kommt auf einen der Höfe für eine Weile. Dieses verdammte Schwein lässt sich von uns dafür bezahlen, um in seiner Liste nach oben zu wandern. Verstehe. Mensch, dieser Böse aber auch. So, ich will mal gucken, was es da gibt. Heute ist dein Glückstag. Du darfst zum Viehhof. Danke, Alter. Ich hielt es auch schon fast nicht mehr aus hier. Hast du jetzt... Der hat nichts für uns? Das ist ja mies. Hier, irgendwas? Irgendwas? Du solltest jetzt gehen, lieber. Irgendwas? Sonst kriegen wir beide noch Ach Ärger. Komm, leck mich doch. Das kannst du aber vergessen. Also ich will ja auch was haben. Ich meine, also wenn du ein richtiger Mensch wärst, dann könnte ich mir ja vielleicht Gedanken drüber machen, aber du bist ja bloß ein Sklave. Nein, meine ich nicht. Ich meine natürlich bloß ein virtueller Mensch. Da ist mir das doch scheißegal. Da metzel ich doch eh links und rechts die Leute ab. Das ist doch... Usus, das ist ganz normal. Und da können wir dann auch mal hier einen einfach stehen lassen bei der Sklavenarbeit. Da soll er von mir aus tot umfallen, am Herzinfarkt sterben. Oder was weiß ich, vielleicht auch aus Erschöpfung. Ist mir doch vollkommen Rille. Ich will meinen Feuerkelch von dem anderen haben. Und da ich den ansonsten umnieten müsste, was wiederum das Ungemach... Nein, Ungemach? Ja, egal. Die bösen Blicke der Ork-Aufseher auf mich lenken würde, deswegen tue ich das nicht, aber ich hole mir noch mal kurz die Info hier mit dem Dingens, mit dem Aufseher, bla 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 bla. Ja, genau. So, jetzt aber, Vanguard! Vanguard! Geh zum Viehhof. Jo. Danke, Mann, ich bin schon unterwegs. Ja, schön. Moment, du hast noch was vergessen. Ach ja, hier hast du den Kelch, den ich gefunden habe. Schönen Tag noch, Mann. Firma dankt. Und beklauen tun wir dich auch noch. Schwarze Rober, na super. Hier, du da, dich ist... Ach, zwei? Heute ist dein Glückstag. Du darfst zum Viehhof. Danke, Alter. Ich hielt es ab. Ich dachte bloß einen wegschicken. Na gut. Schauen wir mal. So, gehen wir mal fix zu Bradley zurück. Ach so, es könnte natürlich sein, dass ich jetzt... Das könnte natürlich sein, dass das jetzt hier so eine... So ein Gegensatz ist Menschengüte und Loyalität. Ja. Ich habe mich um die Sklaven gekümmert. Das sehe ich. Ich hätte es anders gemacht, aber von mir aus... Und es kommt noch schlimmer. Jetzt brauchen wir schnell neue Arbeitskräfte okay. Hier im Lager. Geh und sag Dennis vom Viehhof vor der Stadt, dass er mir neue Leute schicken soll. Dit ist supi. So, ich mache aber mal eine ganz kurze Pause, denke ich mal. Ja, das sieht doch ganz gut aus. 3 Folgen, das passt wunderbar. Mache ich eine ganz kurze Pause, dann schicke ich den Scheiß schnell rüber auf die Externe und dann spiele ich auch gleich weiter. Also wir sehen uns gleich wieder, wahrscheinlich in der nächsten Folge für euch. Bis gleich oder dann morgen oder was auch immer. Ne? Tschüss.